Ich glaube, dass Dietmar Beiersdorfer zumindest ein sehr guter Sportchef, ein sehr guter Sportdirektor war. Das möglicherweise auch immer noch sein könnte, weiß ich nicht. Aber er ist definitiv kein guter Vorstandsvorsitzender. Und wenn wir gerade das Zitat hören, ich habe mich ein bisschen gewundert, ich kannte das noch gar nicht. Ich bin doch hier nicht dazu da, um zu repräsentieren. Ja, wofür denn dann? Natürlich ist das eine Kernaufgabe, die ein Vorstandsvorsitzender wahrnehmen muss. Und genau das kann er nicht. Mhm. Ich habe in der Werbepause gerade noch mal die Information aus Hamburg bekommen, dass es gestern Abend ein Treffen gegeben hat zwischen Bruno Labbadia, Dietmar Beiersdorfer und anderen Entscheidern. Und dass man ihm gestern Abend, Bruno Labbadia, nicht sagen konnte, ob er weiter Trainer bleibt oder nicht. Und heute Morgen soll es einen Anruf gegeben haben bei Bruno Labbadia, wo ihm dann mitgeteilt wurde, dass es vorbei ist. Welche Gründe kann das haben, dass sie es gestern Abend nicht gesagt haben? Weil Gisdol noch nicht unterschrieben hat. Und auch das kann ich doch einem Trainer sagen. Ich kann sagen, pass auf. Ja, oder Bruno, sie dachten, Telefon ist besser. Telefon ist schon. Dann allerdings, wenn es die Ebene ist, dann lass uns aufhören, über eine HSV zu reden. Ich kann ihm doch gestern sagen, Bruno, schau, wir glauben, es ist vorbei. Wir reden mit Gisdol. Wenn der zusagt, ist Feierabend. Wenn der dann sagt, Leute, aber dann stelle ich mich jetzt hin und sage, bei mir ist Schluss, ist doch völlig in Ordnung. Und dann, was ist dann passiert? Nichts. Das, was sie jetzt sowieso machen werden. Aber es ist nicht so viel Porzellan zerdeppert und es ist nicht so unappetitlich. Also ich habe in dem Sinne für mich einen anderen Anspruch, das zu lösen. Und trotzdem muss man immer die Situation in Hamburg dann anders, wie gesagt, bewerten. Trotzdem für mich persönlich will ich es versuchen. Und das ist auch ganz großer Wunsch und auch für mich auch wichtig, das anders zu lösen auf einer menschlichen Ebene. Mir könnte ich nach einem Kick sagen, so jetzt drehen wir alles um, was wir uns in Ruhe überlegt haben. So, aber Außendarstellung, wenn das nicht der Mann, der geholt wurde, um dem HSV wieder ein Gesicht zu geben, wenn der dann das Gesicht unter einem Tuch verstecken möchte, das geht nicht.